Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich hoffe, dass heute endlich die richtige Quest startet, meine Lieblingsquest. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht genau, wo die anfängt. Und zwar sind wir wieder in Quatsch, hier oben, wo das Wasser ist. Quatsch ist hier oben rechts auf der Karte. Und wir müssen einmal hier so hoch. Ich hoffe, ich komme da überhaupt hoch. Doch. Und müssen, glaube ich, da hinten hinschwimmen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, da versteckt sich nämlich jemand. Was macht eine nette Assassine wie ihr an einem solchen Ort? Was macht ein so sexy Wesen wie du an diesem Ort? Hallo, Heldin. Ich könnte ja sagen, dass ich überrascht bin, euch zu sehen. Aber ich beobachte euch schon seit Tagen. Es wäre so hinterlistig, überrascht zu tun. Sagen wir doch einfach, dass ich mich freue, wieder eure Gesellschaft genießen zu können. Ihr seid genau das, was ich hoffte, hier draußen zu treffen. Was macht ihr hier an Quatsch, Nairu? Ich habe einen Kontrakt. Es geht um einen korrupten Lalu-Adligen, der sich im Kastell von Quatsch versteckt. Ein Adliger, der sterben muss. Ich weiß, dass ihr jetzt für die Dunkle Bruderschaft arbeitet. Unsere Organisationen mögen einander verabscheuen. Aber wir beide sind Freunde. Und Freunde helfen einander. Welche Art von Hilfe braucht ihr denn? Dies ist euer Revier. Ich möchte eure Vorgesetzten nicht durch eine unnötige Unhöflichkeit gegen mich aufbringen. Hier ist also mein brillanter Plan. Ich töte mein Ziel und ihr streicht den gesamten Ruhm dafür ein. So kann ich meinen Kontrakt abschließen, während ihr die Gelegenheit bekommt, einen guten Eindruck zu machen. In Ordnung, ich helfe euch. Klasse. Ich genieße es immer, mit euch zusammenzuarbeiten. Wir haben eine gewisse Verbindung, wir beide. Spürt ihr sie nicht auch so heftig? Habt ihr einen Plan? Ich hatte mit dem Gedanken gespielt, ins Kastell zu gehen. Aber ich habe die Art von Gesicht, an die sich jeder immer erinnert. Ein zu schönes. Also dachte ich mir, ihr geht hinein, schleicht euch in Datus Zimmer und öffnet den Geheimgang. Dann hüpfe ich rein und kümmere mich um alles. Ja, das ist kein Problem. Ich habe zwar auch ein wunderschönes Gesicht, aber mich sieht man nicht. Warum braucht ihr meine Hilfe hierbei? Tue ich nicht. Nicht Datus wegen. Aber ich lege viel Wert auf meinen Schlaf. Und ich finde kaum welchen, wenn die Bruderschaft des Nachts Assassinen bei mir vorbeischickt. Es ist besser, sie sehen mich nicht. Ehrlich gesagt töte ich nicht gern, ohne vorher den entsprechenden Papierkram erledigt zu haben. Erzählt mir mehr über euer Ziel. Gleich zum Geschäftlichen? Oh, wohlan. Datus Ildram vom Haus Hlalu ist eine jener blutsaugenden Kreaturen, die von einem schweren Stiefel zermalmt werden muss. Er glaubte, mit seiner Flucht aus Morrowind wäre er außerhalb unserer Reichweite. Doch hier bin ich, mit einem Kontrakt und allem drum und dran. Was hat er getan, damit er den Tod verdient? Es kommt mir unschicklich vor, die ganzen grausigen Einzelheiten aufzuzählen. Belassen wir es doch dabei. Er hat einige eher wichtige Kunden betrogen und besaß auch noch die Dreistigkeit, vom Haus Hlalu selbst zu stehlen. Der berühmte letzte Tropfen war, als er zwei Waisenhäuser schloss, um eine Eckschenke zu eröffnen. Ihr seht auf jeden Fall gut aus, Nariu. Ganz ehrlich, was ist das für eine Antwort? Natürlich tue ich das, mein Schatz. Was habt ihr erwartet? Dass ich weich und fett werde, nachdem ihr mich verlassen habt? Im Ernst. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, dass ihr euch der dunklen Bruderschaft angeschlossen habt. Euch vertraue ich natürlich. Aber eurer neuen Familie? Eher nicht. Ja, wir müssen versuchen, durch den Eingang reinzukommen. Wobei ich glaube, das war einfach nur aufbrechen und einen ungeschützten Bereich betreten. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Müssen wir hier rum? Ja, da ist das Tor. Komme ich da? Ja, da komme ich so durch. Aber da stand jetzt gerade nichts vom geschützten Bereich. Ich bin etwas irritiert. Es ist kein Ende in
Nee? Okay. Ich bin tatsächlich etwas irritiert gerade. Aber ich denke mal, da oben spätestens wird jetzt wahrscheinlich Privatraum sein. Ja, das dachte ich mir schon. Dann werden wir unseren Basti mal eben los. Ich hoffe, die Wache kommt jetzt nicht hier hoch. Ich muss mir hier erstmal einen Überblick verschaffen. Moment. Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Oh. Muss der jetzt gerade hier rumlaufen? Du da hinten, beweg dich und du bleib bloß da stehen. Leute, beweg dich! Alter, wie viel säuft der bitte? Hier ist auch noch einer. Na, Kätzchen? Du sagst nichts, oder? Also, du verrätst mich nicht. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann kann ich auch noch ein paar Sachen mitklauen. Okay, hier ist noch ein Buch. Hallo, wieso? Jetzt. Gerade sagen, wieso macht er das jetzt nicht auf die andere Seite? So, öffnet den Geheimgang. Dann nehmen wir natürlich jetzt erstmal hier noch die Sachen alle mit. Hier scheint auch niemand zu sein. Ja, doch, da liegt einer, aber... So. Geheimer Durchgang. Wie, ich kann den momentan nicht benutzen. Wieso kann ich den jetzt nicht benutzen? Ach so, okay, verstehe. Hi. Aufwachen, mein Sonnenschein. Ihr könnt schlafen, wenn ihr tot seid. Was schneller geht, als man denkt. Was? Wer seid ihr? Was habt ihr in meinem Zimmer zu suchen? Besser wäre die Frage, seid ihr hier, um mich zu töten? Wachen! Wachen! Die Antwort darauf ist ein ganz klares Ja. Das erspart mir die Mühe, die Verteidiger des Kastells zu alarmieren. Tut ihr mir einen Gefallen und sorgt dafür, dass euch jemand beim Gehen bemerkt. Nein! Warum soll ich mich hier sehen lassen? Eieiei. Und direkt wird man hier entdeckt, ne? Also, lasst euch im Innenhof beobachten. Ja gut, im Innenhof, lasst euch im Kastell beobachten. Oh, aber nicht von dem. Kommt denn jetzt auf einmal her? Stand der da schon die ganze Zeit? Scheint sich aber auch nicht umzudrehen. Na gut. Dann. Normalerweise mache ich das ja so. Ha! Hat der Typ mich jetzt erschreckt. Mann! Der stand eben, glaube ich, schon mal da, als ich hier rumgelaufen bin. Aber ich weiß gerade nicht, wo der eine, der ist nicht da. Kann er einfach mal abhauen hier, bitte? Ich bin mir nicht sicher, ob der mich jetzt nicht doch entdeckt hätte. Okay. Danke. Hallo, Katze. Du wirst hoffentlich nichts sagen. So. Lasst euch im Frühling wuchsen in Delains Mühl immer die süßesten Beeren. Ich frage mich, lasst euch im Innenhof beobachten. Ja, das müsste ja dann reichen, wenn ich da einfach gesehen werde. Mord im Kastell. Der adlige Dunkelelf ist tot. Attentäter im Innenhof.
So, sprecht mit Nayu. Ja, aber wo ist sie? Eigentlich müsste sie da sein, oder? Das wird mir jetzt aber nicht angezeigt. Ja? Ach so. In Quatsch in der Taverne. Okay. Ja, doch, da unten wird es mir angezeigt. Ach, ja, mein Gott. Ach ja, wer auf die Karte schaut, ist klar im Vorteil. Hatte sie das eben nicht sogar gesagt, dass wir in der Schenke miteinander sprechen oder so? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich bin hier noch völlig im Stealth-Modus irgendwie. Das lief erstaunlich gut. Es ist toll, was man alles erreichen kann, wenn einem treue Mitarbeiter bei etwas helfen. Haus Helalu wird das von ihm unterschlagene Gold nicht zurückerhalten, aber wenigstens reißt Datus keine Waisenhäuser mehr ein. Ihr lasst euch ein nettes Getränk munden, wie ich sehe. Schließt euch mir an. Ich habe festgestellt, dass ein warmes Feuer, ein kräftiger Schluck und ein heißes Bad, nicht zwingend in dieser Reihenfolge, mir nach einem Kontrakt dabei helfen, mich wieder zu erden. Und ganz nebenbei, das hier ist Quatsch. Man kann beten oder man kann beten. Oder man kann trinken. Ich ziehe Letzteres vor. Hat jemand euch beim Verlassen des Kastell gesehen? Absolut niemand, Heldin. Aber euch haben sie gesehen. Diese unvergesslichen Züge werden für die nächsten Tage das Stadtgespräch in Quatsch sein. An eurer Stelle würde ich den Wachen aus dem Weg gehen. Unser Plan hat reibungslos geklappt. Jetzt muss ich keine Blicke mehr über die Schulter wegen der Bruderschaft werfen. Danke. Was steht für Nayu Virian als nächstes an? Die Rückreise nach Morrowind, schätze ich. Aber vielleicht bleibe ich noch eine Weile an der Goldküste, um mir die Sehenswürdigkeiten anzuschauen und die Atmosphäre auf mich wirken zu lassen. Falls ihr Zeit habt, Heldin, wäre ich für ein Treffen. Wir könnten unsere Zusammenarbeit vertiefen. Vielleicht macht euch das ja sogar Spaß. Ja, und wir haben eine unidentifizierte Schulterrüstung von Sitis Berührung bekommen. Und was ich noch kurz anmerken wollte, ich finde das ziemlich cool, dass die immer wieder auf Morrowind zurückkommt, weil, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir nämlich als nächsten Schritt nach der Goldküste, gehen wir dann nach Morrowind. Es ist immer ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten, Heldin. Ihr merkt es vielleicht nicht, aber ich komme von Zeit zu Zeit vorbei, um nach euch zu schauen. Was soll ich sagen? Ihr interessiert mich. Und eines Nachts werde ich in euer Zimmer schleichen und... Oh, natürlich nur, um Hallo zu sagen. Das versichere ich euch. Was habt ihr so getrieben, seit wir die Seuche der Leidgeborenen aufgehalten haben? Oh, ihr wisst, wie es ist. Ein Mord hier, ein Anschlag da. Als Frau muss man eben auf Trab bleiben. Doch ich wollte euch noch einmal für die ganze Hilfe danken, die ihr mir damals in Deshan geleistet habt. Das werde ich euch nicht vergessen, Heldin. Und ich werde euch nie vergessen. Warum bleibt ihr nicht hier? Die dunkle Bruderschaft könnte jemanden wie euch gebrauchen. Das ist ein liebes Angebot, Heldin. Aber ich arbeite bereits für eine schattenhafte Organisation. Übrigens glaube ich nicht, dass ich für die Bruderschaft aus dem richtigen Holz geschnitzt bin. Für meinen Geschmack wird da zu viel Wert auf pseudo-religiösen Unsinn gelegt. Aber nichts für ungut, falls ihr auf sowas steht. Na gut. Aufruf an die Würdigen. Okay. Kann ich euch behilflich sein? Ja, wenn du mir sagst, wo ich noch eine Quest finde. Aber ich glaube, ich habe sie gerade selber gefunden. Aufruf an die Würdigen. Da hinten, das sieht mir doch so aus, als ob es da noch eine neue Quest gibt. Zumindest... Ah, ich glaube, dass das der Anfang von der Quest sein könnte, nach der ich schon die ganze Zeit suche, wo ich aber keine Ahnung hatte, wo die jetzt genau startet. Dann würde ich aber trotzdem mal sagen, dass wir hier, auch wenn jetzt die Folge nicht so lange gewesen ist, einen kleinen Cut machen. Tut mir leid, dass dann die Folge heute mal ein bisschen kürzer geworden ist, aber wenn es das ist, was ich denke, dann... wird die nächste Folge definitiv wieder etwas länger. Ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.